und müssen jetzt einmal vorstellig werden bei dem Expeditionsleiter. Da steht er auch schon. Guten Tag, der werte Herr. Du hast mich ja ganz schön warten lassen. Was ist mit dir los? Beruhig dich mal, ey. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Legenden Arceus. Ja, wir befinden uns in dem Hauptgebäude der Galaktik-Expedition und ja, in der letzten Folge hatten wir die Prüfung bestanden, die uns hier Kommandantin Celestis, ja, sage ich mal, aufgedrückt hat. Und jetzt müssen wir ja zum Chef von dem ganzen Laden. Der sich offensichtlich... Ah, okay, da oben ist auch schon die Markierung. Da müssen wir jetzt einmal hin. Und müssen jetzt einmal vorstellig werden. Bei dem Expeditionsleiter. Da steht er auch schon. Guten Tag, der werte Herr. Du hast mich ja ganz schön warten lassen. Was ist mit dir los? Beruhig dich mal, ey. Ich bin Denboku, der Leiter der Galaktik-Expedition. Und du bist Jupp, richtig? Sehr erfreut. Gut, Manieren scheinst du ja zu haben. Ich weiß im Großen und Ganzen Bescheid. Auch darüber, dass du aus dem Riss im Raumzeitgefüge gefallen bist. Beziehungsweise kamst. Also dann, zeig mir mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Stell dich mir in Zweikampf. Ja, würde ich sagen, greifen wir mal an, ne? Ja! Was ist hier los? Du hast Feuer in dir. An deiner Sumo-Technik musst du zwar noch feilen, aber ich erkenne da Potenzial. Du solltest wissen, dass dir hier nicht jeder über den Weg trauen wird. Schließlich bist du urplötzlich aus dem Himmel gestürzt. Manche halten dich womöglich für einen Boten des Unheils. Doch das ändert nichts daran, dass du unsere Aufnahmeprüfung bestanden hast. Jetzt gehörst du zu uns. So mysteriös du auch sein magst. Stell dich in den Dienst der Galaktik-Expedition und hilf dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Aber vergiss eins nicht, Jupp. Pokémon sind furchteinflößende Wesen. Sei bei der Arbeit auf alles gefasst. Werden wir machen, Meister. So, damit haben wir jetzt die Quest, die Aufnahmeprüfung auch beendet. Der Expeditionsleiter scheint dich als Mitglied akzeptiert zu haben. Innerhalb der Galaktik-Expedition bist du derzeit ein Null-Sterne-Mitglied. Boom. Sehr geil. Wie viele Sterne gibt es? Wenn du deine Arbeit im Forschungstrupp erledigst, kannst du im Rang aufsteigen. Das heißt, die Vervollständigung des Pokédex geht Hand in Hand mit der Erhöhung deines Mitgliedsranges. Und je weiter du den Pokédex füllst, desto näher kommst du auch deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Ja. Ich habe noch etwas für dich. Es handelt sich um eine Anleitung zum Herstellen von Items. Okay, wir erhalten die Anleitung für die Pokébälle. Ja. Benötigte Materialien, eine Aprikoko und ein Glanzstein. Hier hast du außerdem 3000 Pokédollar. Ja, damit kannst du Materialien kaufen. Ist schon mal nicht schlecht. Lumia, du bist eine Expertin im Herstellen von Items. Bring Juck bei, wie man Anleitungen benutzt. Jawohl, Kommandantin Celestis. Dann werde ich mal als deine Mentorin tätig.
Ich stelle hier allerlei Gegenstände von Hand her. Einiges von dem, was wir brauchen, gibt es zwar auch im Gemischtwarenladen zu kaufen, aber es ist wichtig, sich selbst versorgen zu können. Es ist uns sogar möglich, das wichtigste Hilfsmittel des Forschungsgrupps selbst herzustellen. Pokebälle. Nicht schlecht, oder? Lass uns gleich mal zum Handwerksladen gehen. Dann machen wir das doch mal. Sei gegrüßt, mein Name ist Charon. Mir gehört die Schneiderei hier. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in die Galaktik-Expedition. Der Professor hat mich darum gebeten, dir Kleidung zum Wechseln zur Verfügung zu stellen. Bitte sehr. Jetzt haben wir Alltagsoberteil und Alltagshose. Im Dorf gibt es viele verschiedene Läden. Schau dich gerne etwas um, wenn du Zeit hast. Der Handwerksladen ist hier drüben, Jupp. Dann gehen wir auch mal rüber, ne? Wenn du hier im Dorf Items herstellen willst, kannst du diese Werkbank im Handwerksladen verwenden. Diesmal bekommst du die Materialien von mir als Geschenk für die bestandene Prüfung. Das Geld, das du von der Kommandantin erhalten hast, kannst du für Kleidung oder so ausgeben. Deine Entscheidung. An der Werkbank wählst du aus, welches Item du herstellen willst. Versuch es mal mit einem Pokéball. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier an die Werkbank und wählen mal einen Pokéball aus. Und wir machen mal 5 Stück. Ja, sehr schön. Sehr gut. Oho, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. War das tatsächlich dein erster Versuch, etwas herzustellen? Ich hatte dir ja letztens schon einmal erklärt, dass Pokémon über diese mysteriöse Fähigkeit verfügen, sich selbst schrumpfen zu können. Der Pokéball nutzt dies aus und erlaubt es uns, sie damit einzufangen. Die so gefangenen Pokémon registrieren wir dann im Pokédex. Apropos Pokédex. Hier ist deiner. Kommen wir jetzt auch ein Smartphone oder was? Oder? Ja, in diesem Buch werden die Forschungsergebnisse zu Pokémon festgehalten. Wenn du Professor Laven von neuen Pokémon berichtest, fügt er weitere Seiten hinzu. Das sieht nice aus. So, was hätten wir jetzt hier? Wir hatten ja jetzt einen Vollriegel. Kann ich denn jetzt... hier kann ich umblättern. Ah, okay. Ah, okay. Da stehen jetzt die Aufgaben, die wir haben. Exemplare fangen. Gut, haben wir jetzt 1. Also 25 müssen wir fangen, damit zumindest irgendwie der erste Punkt dann komplett durch ist. Schwere Exemplare fangen. Aha. Besiegt. Aha, interessant. Ach, die haben ja alle verschieden. Ah, okay, die haben verschiedene. Hier von dem Togepi kleine Exemplare gefangen. Aha. Einsatz von Glut gesehen. Ja gut, das hatten wir ja einmal selber eingesetzt, ne? Gut. Haben wir das auch mal gesehen? Jetzt seht ihr auch rechts unten, ne? Bis zum nächsten Mitgliedsrang brauchen wir 500 Punkte. Wir haben aktuell noch 0. Also gibt es da auch einiges zu tun. Den habe ich für dich vorbereitet. Ich hoffe, dass er dir bei deinem Ziel hilft, alle Pokémon zu begegnen. Zum Bevollständigen des Pokédex müssen wir zu den Pokédex-Aufgaben erledigen. Als Mitglied des Forschungstrupps werde ich bei der Erforschung der Pokémon natürlich auch mein Bestes geben. Jupp, ich erkläre dir wohl besser, was es mit den Pokédex-Aufgaben auf sich hat. Lass uns dafür zum Grasland-Basis gehen. Machen wir das mal. Hey,
Ich habe zufällig gehört, was ihr gesagt habt. Wenn du zur Grasland-Basis gehst, hätte ich einen Auftrag, den du für mich erledigen könntest. Würdest du mir kurz dein Ohr leihen? Natürlich. Erzähl. Als Wache kann ich es mir nicht erlauben, mich allzu weit von meinem Posten zu entfernen. Ich warte hier vor dem Hauptsitz auf dich. Mhm. Okay, das ist dann eine Nebenmission, die wir annehmen können. Wir sprechen mal mit ihm. Schauen wir mal, was er für uns hat. Hey, du! Hast du schon mal von einem Pokémon namens Wompel gehört? Das haben wir sehr wohl. Professor Laven hat mir von einem interessanten Phänomen erzählt. Wenn Pokémon durch Kämpfe und ähnliches Erfahrungen sammeln, kommt es vor, dass sie durch eine sogenannte Entwicklung ihre Gestalt ändern und stärker werden. Ja. Die Entwicklung von Pokémon, die ist uns natürlich auch bekannt. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen Wompel eigenhändig dazu zu bringen, sich zu entwickeln. Du gehörst dem Forschungstrupp an, oder? Solltest du auf deinen Streifzügen einen Wompel fangen, dürfte ich es dann bitte haben? Bitte fang einen Wompel für mich. Du bekommst auch eine Belohnung dafür. Machen wir doch. Wenn wir einem Wompel begegnen, nehmen wir das natürlich mit. So, wir sprechen mal hier mit Marie. Du bist doch der Junge, der aus dem Himmel gefallen ist. Gehst du gerade raus in die Wildnis? Als Mitglied des Forschungstrupps arbeitest du doch sicher an diesem Pokédex-Buch, oder? Kannst du mir da bitte einen Gefallen tun und mir mehr über Staralili herausfinden? Pokémon machen mir echt Angst. Wenn ich Staralili so sehe, dann wird mir ganz warm ums Herz. Trotzdem würde ich mich nie trauen, eines anzufassen. Bitte vervollständige den Pokédex-Eintrag von Staralili und zeige ihn mir. Das werden wir auch versuchen. Oh, da vorne ist noch eine Nebenquest scheinbar. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alles mit hier, ne? So, wir sprechen mal hier mit Toshi. Shinox haben doch so eine sonderbare Musterung an den Ohren. Aber wie sieht die noch gleich aus? Lass mich raten, du willst einen Shinox haben? Es ist wie verhext. Ich kann mich nicht erinnern. Was mache ich jetzt nur? Du gehörst doch zum Forschungstrupp an, oder? Ja, solltest du mal einen Shinox fangen, so zeig es mir bitte. Dann kann ich selbst nachsehen. Ach, es nagt an mir. Wie sehen die Ohren eines Shinox bloß aus? Bitte zeig mir eines. Hat er das eben nicht schon mal gesagt? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, wir können hier nicht einfach... Ja, okay, ja. Du verlässt das Dorf. Gib gut auf dich acht. Ja, okay. Das ist das, was ich ja zuletzt nochmal gesagt habe. Dass wir halt nicht aus dem Dorf so rauslaufen können. Dass dann wohl eben auch der Begriff dafür ist, dass es kein Open-World-Spiel ist, ne? Was wir uns irgendwie alle erhofft haben. Hör gut zu, Jupp. Zur Vervollständigung des Pokédex musst du bestimmte Pokédex-Aufgaben erfüllen. Wie der Name vermuten lässt, findest du diese Aufgaben in deinem Pokédex. Ja. Das ist ja das, was wir eben auch schon gesehen haben. So, wenn du ein wildes Pokémon mit Hilfe der ZL-Taste anvisierst, kannst du durch das Drücken des Abwärtsknopfs ganz schnell die Pokédex-Aufgaben für das anvisierte Pokémon überprüfen. Mhm. Das ist gut zu wissen. Manchmal musst du die Pokémon fangen, manchmal gegen sie kämpfen. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst, erhältst du dafür Forschungspunkte. Jupp, ich würde dir gerne noch etwas Wichtiges beibringen. Und zwar, wie du den Angriff wilder Pokémon ausweichst. Das könnte dir im richtigen Moment den Hals retten. Wie jetzt? Schau dir gut an, wie ich mich bewege und versuche dann, mich nachzuahmen. Und? Hupp. Ich heiße Jupp. Elegant, nicht wahr? Mit dieser akrobatischen Darbietung weicht man Angriffen aus. Wenn du dich flink genug bewegst, kannst du den Attacken von Pokémon entgehen.
Und glaub mir, das willst du auch. Wenn du zu viel einsteckst, verlierst du das Bewusstsein. Ich habe neulich die Attacke Donnerschock eines Scheinungs abbekommen und bin ohnmächtig geworden. Ein Mitglied des Sicherheitstruppen musste mir zu Hilfe kommen. Aber mach dir keine Sorgen. Als deine Mentorin werde ich dir allerlei nützliche Dinge beibringen. Ja. So, jetzt folgen wir nochmal Lumina. Lumina, sage ich schon, Lumia. Um weitere Ratschläge zu erhalten. Hier ist ein Tipp, den alle Mitglieder des Forschungstrupps kennen sollten. Visiere ein Pokémon an, indem du die ZL-Taste drückst und öffne dann den Pokédex durch Drücken des Abwärtsknopfs. Dadurch kannst du relevante Aufgaben direkt ansehen. Ja, bei den Pokédex-Aufgaben für Bidiza steht Exemplare gefangen, oder? Nun, wie du siehst, ist die Aufgabe mit einem Exemplar noch nicht vorbei. Fang erst 2, dann 4 und dann immer mehr Bidiza. Denk bei Kämpfen mit Pokémon außerdem an Kommandantin Celestes X-Wechsel. Wenn du etwas werfen möchtest, kannst du zwischen deinen Items und Pokémon wechseln, indem du den X-Knopf drückst. Am besten probierst du es gleich aus. Ich gehe so lange schon mal vor. Bis später. So. Okay, hier gibt es auch irgendwie so eine First-Person-Ansicht. Interessant. Okay, versuchen wir das erste Bidiza zu fangen. Ja, da haben wir es auch. Da vorne sind dann noch 2 weitere, die nehmen wir auch mal mit. Kann ich auch schon direkt weitermachen hier? Ich hab's nicht getroffen jetzt, ne? Jetzt läuft's weg. Ja, ja, bleib ruhig stehen. Ich bekomme dich so oder so. Was? Sie ist einfach ausgebüxt. Unfassbar. So, hier nehmen wir nochmal Lauch mit. So, Lumia, was hast du noch an Infos für uns? Zur Erinnerung ist hier noch einmal der Tipp, den alle Forschungsgruppenmitglieder kennen sollten. Visiere ein Pokémon an, indem du die ZL-Taste drückst und öffne dann den Pokédex durchdrücken des Abwärtsknopfs. Ja. Ja. Ich habe das verstanden. Wir machen das jetzt auch. In der Aufgabe geht es darum, die Pokémon zu fangen, ohne von ihnen entdeckt zu werden. Versteck dich dazu am besten im hohen Gras. Das hatte ich dir ja bereits bei der Aufnahmeprüfung erklärt. Ja, gut, ich gehe dann schon mal weiter. Probier du dich doch erstmal an ein paar Pokédex-Aufgaben. Haben wir das Zeug dann jetzt noch irgendwie 5-mal erklärt, oder? So, also wir verstecken uns erstmal hier im Gras. Und wenn ich... Ja. Muss ich dann dafür jetzt... Ach so. Okay, das war schon mal ein Griff ins Klo. Aber ich drück doch... ZL? Oder muss ich näher ran? Muss ich näher ran, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal hier rüber. Ah, jetzt macht er es. Ah, okay, alles klar. Und jetzt können wir hier... Ah, okay, alles klar. Ja, hat ein bisschen gebraucht. Aber wir müssen tatsächlich näher ran, offensichtlich. So, jetzt haben wir hier die Aufgaben für das Staralili. Ja. Ich würde auch sagen. Achso, eigentlich wollte ich es fangen, ne? Und keinen. Und keinen Kampf jetzt hier irgendwie starten. Ja, komm. Und dann. Machen wir erstmal klein wenig Schaden und dann würde ich sagen, fangen wir das Pokémon auch gleich.
da haben wir es auch gefangen. So, jetzt würde ich sagen, versuchen wir auch das nächste Staralili noch zu catchen. Sieht er uns jetzt, oder? So, und jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich jetzt hier die richtige Kategorie ausgewählt habe. Das wird mir wahrscheinlich noch häufiger passieren. So, nochmal dran da. Yes. So, da vorne ist wieder ein Shinux. Wo ist denn jetzt eigentlich Lumia hin? Da vorne ist sie wohl, ne? Ja, okay. So, wenn die ein X haben, muss man gegen die kämpfen, ne? Das haben wir jetzt verstanden. So, würde ich sagen, gehen wir nochmal hinten zu Lumia rüber. Nehmen auf jeden Fall hier die Bidiza noch mit. Kann ich einfach... Das finde ich nice. Einfach über die Pokébälle draufschmeißen. Das macht das Ganze etwas zügiger, ne? Das ist schon nicht schlecht. Jetzt haben wir zwei schwere Exemplare gefangen. Da vorne ist ein Marmelin. Mhm. In dieser Gegend lebt ein Pokémon namens Marmelin. Ja, eben schon gesagt. Genau wie Shinux verfügt es über eine aggressive Veranlagung und greift sofort an. Hast Vorsicht geboten. Wenn du es fangen willst, musst du dich im Kampf stellen. Sieht doch gar nicht so aus. Wenn du zu viel Schaden erleidest, färbt sich der Rand des Bildschirms rot, um dir mitzuteilen, dass du dich in einer Notlage befindest. Mit der Zeit erholst du dich automatisch, aber nur, wenn es kein wildes Pokémon mehr auf dich abgesehen hat. Ja. Wenn du in einer Notlage bei rotem Bildschirm noch mehr Schaden erleidest, wird dir schwarz vor Augen. Das sollten wir möglichst vermeiden. Es gibt auch eine Pokédex-Aufgabe, für deren Erfüllung man Marmelin dabei beobachten muss, wie es eine bestimmte Attacke ausführt. Das bedeutet, dass du diese Attacke im Kampf sehen musst. Manche Aufgaben ist es also notwendig zu kämpfen. Na dann, erledige ein paar von Marmelins Aufgaben und komm dann wieder zu mir, ja? Da würde ich sagen... Ich finde auch diese Schnellauswahl, ne, von den Pokémon, die wir hier bei uns tragen, die finde ich auch ziemlich nice. Also das Feuerriegel ist jetzt eigentlich eher unpraktisch, ne? So, schnell Shinux dahin geworfen. So, Donnerschock erstmal, ne? Macht ja dann eigentlich ordentlich Schaden. Ja, ich würde auch sagen, wir fangen das erste einfach mal, oder? So, sind denn jetzt... Ah, okay, das war schon mal ein großes Exemplar. Aha. Sind denn jetzt hier noch mehrere, oder... Ich frage mich gar nicht, wenn ich hier da was gegenschmeiße. Das sind die Glanzsteine. Ah, okay, alles klar. Sehr gut. So, da ist noch ein Marmelin. Komm, auch das fangen wir mal. Kann ich jetzt dann auch direkt einen Pokéball draufschmeißen? Ja.
Das hat zumindest funktioniert. So, zwei große Exemplare haben wir gefangen. Das ist ein Evoli. Das nehmen wir mal mit. Nein, was mache ich? Das ist schon wieder passiert. Ne? Ich sage ja, das wird mir häufiger passieren, dass ich hier diesen falschen... die falsche Kategorie ausgewählt habe. Evoli ist am Start. Das ist noch eins. Ich wollte schon gerade sagen, die sind wahrscheinlich etwas schreckhaft, ne? Also bei denen brauchen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass sie uns angreifen. So, da ist noch eine starre Lili. Müssen halt gleich mal nachschauen. Na, das ist ein Baumpilz. Das könnten wir uns auch mal mitnehmen. Denn das brauchen wir ja auch noch gleich. Für die Nebenquest. Sehr gut. So, wir gehen nochmal zu Lumia. Sprechen sie nochmal an. Du gibst wirklich immer alles, was? Deswegen möchte ich dir diese Handwerkskiste schenken. Schön. Mit diesem Werkzeugsatz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es keine Werkbank gibt. Dies geht aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Mhm. Wenn du in deiner Tasche unter Basis-Items die Handwerkskiste auswählst, kannst du Items herstellen, wo auch immer du willst. Dabei kannst du allerdings nur auf die Materialien in deiner Tasche zugreifen und nicht mehr Items herstellen, als in deiner Tasche Platz haben. Außerdem gebe ich dir diese Anleitung, mit der du Tränke erstellen kannst. Auch gut. So, dafür brauchen wir eine Sinelbeere und eine Stange Fettlauch. Beides müssten wir inzwischen auch schon haben. Mit der Handwerkskiste ist es dir möglich, unabhängig von deinem Standort Items aus den Materialien in deiner Tasche herzustellen. Solange du Apri, Kokos und Glanzsteine hast, kannst du beispielsweise jederzeit Pokebälle anfertigen. Und aus Sinel, Beeren und Fettlauch lassen sich Tränke herstellen, die deine Pokémon wieder fett machen. Das finden wir gut. Wie läuft es mit deinen Pokédex-Aufgaben? In der Übersicht deines Pokédex kannst du sehen, ob es erledigte Aufgaben gibt, über die du noch nicht Bericht erstattet hast. Sind das jetzt da diese roten Pfeile links, oder? Achso, da steht auch jetzt nochmal, ne? Nicht berichtete Aufgaben 20. Ja. Ja, 20 Stück haben wir. Vergiss übrigens nicht, Professor Levin alles zu berichten, wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Tja, da würde ich sagen. Wir haben jetzt 20 Stück. Dann begeben wir uns einmal wieder zu Professor Levin. Und noch einen Baumpel mitnehmen. Dann haben wir zwei, falls hier einer irgendwie in irgendeiner Form wählerisch sein sollte. Sehr gut. Okay, Exemplar gefangen, ohne entdeckt zu werden. So, hier nehmen wir natürlich alles mit, ne? Was wir auf dem Weg nach oben finden, packen wir alles ein. Ich bin immer so ein bisschen irritiert, warum das so lila ist. Was ist das? Kann ich auch was einsammeln, oder? Sind das einfach nur Blümchen? Scheinbar sind das nur Blumen. Oh, das ist doch eine Handwerkskiste. Hat dir Lumia alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Dann erkläre ich dir mal, was es mit den Forschungsberichten auf sich hat. Kurz gesagt, wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnungen erhalten. Ja,
Durchforstungsberichte kannst du unabhängig von dem Level und der Anzahl der gefangenen Pokémon Geld verdienen. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, zum Beispiel ein Pokémon zum ersten Mal fängst, bekommst du noch mehr Geld. Sehr gut. Lass mich mal sehen, welche Pokédex-Aufgaben du erledigt hast. So. Ein paar Pokémon haben wir schon mal gefangen. Okay, 16 gefangen. Okay, 10 Pokémon hätten wir wohl irgendwie sammeln müssen. So, 6 Arten haben wir gefangen. Zum ersten Mal gefangene Pokémon 6 Stück. Durch Überraschungsmanöver gefangene Pokémon 2. Komm nochmal 2283 Pokédollar. Als Belohnung. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst und Forschungsberichte abgibst, steigt der Forschungslevel einer Pokémon-Art. Auf Level 10 ist der Pokédex-Eintrag vervollständigt und es erscheinen detaillierte Informationen zum Pokémon. Mhm. Durch das Erfüllen von Aufgaben und Vervollständigen von Einträgen steigen deine in der Pokédex-Übersicht angezeigten Forschungspunkte. Sobald du eine bestimmte Punktezahl erreicht hast, kannst du deinen Mitgliedsrang erhöhen lassen. Mhm. Okay, jetzt haben wir hier gewisse Angaben stehen. Okay. Das reicht wohl noch nicht. Um deinen Mitgliedsrang zu erhöhen, musst du noch ein paar Pokédex-Aufgaben erfüllen. Fang am besten mit denen von Bidiza und Staralili an. Das schaffst du schon. Das würden wir auf jeden Fall machen, das aber nicht mehr in dieser Folge. Ihr wisst natürlich Bescheid, das machen wir dann im nächsten Video. Ja, da werden wir dann die nächsten Punkte hoffentlich dann auch noch einsammeln. Wir haben ja jetzt auch die Nebenquests, die eigentlich soweit alle jetzt fertig sein sollten. Die müssen wir natürlich dann nochmal abgeben. Ich weiß gar nicht, gibt es da auch vielleicht Erfahrungspunkte? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Das, wie gesagt, im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.